Vierte Plätze sind immer besonders bitter. Besonders bitter wird es auch, wenn es dich mehr als nur einmal erwischt. Heute ereilte uns dieses Schicksal ganze dreimal. Und die vier scheint heute unser Unglück zu sein. Los ging dann alles mit der alpinen Abfahrt der Damen. Kira Weidle fuhr 14.000stel an der Bronzemedaille vorbei und wurde Vierte. Danach mussten unsere Eishockey-Jungs wieder ran, denn es ging noch um das Ticket fürs Viertelfinale und sie verloren leider mit 4:0 gegen die Slowakei. Damit ist der Medaillentraum geplatzt und nach 2018 gibt es kein weiteres Wintermärchen. Den nächsten vierten Platz holten wir in der Biathlon-Staffel der Männer. Da war jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Medaille zu rechnen. Man war wohl sehr knapp dran. Am Ende setzten sich andere durch. Gold ging zum Beispiel an die Staffel der Norweger. Silber ging nach Frankreich und Bronze holte das russische Olympische Komitee, die sehr, sehr lange auf Goldkurs lagen. Und einen letzten vierten Platz haben wir heute in der nordischen Kombination erfahren. Manuel Faist, der bei seiner Olympiapremiere und beim ersten Rennen in Peking als Nachnominierter an den Start ging, lieferte ein fantastisches Rennen, fuhr sehr, sehr lange auch um Gold mit, denn er war nach seinem Sprung in der vorderen Gruppe dabei. Am Ende wurde er aber von den von hinten kommenden norwegischen Eilexpress überrollt und ging am Ende dann leer aus. Gold holte der Norweger Jürgen Graaback, der nach 2014 seinen Olympiasieg von der Großschanze wiederholt. Silber ging an seinen Kollegen Jens Luras Oftebro, ebenfalls aus Norwegen. Und Bronze ging an den Japaner, ist der einzige aus der Spitzengruppe, der sich dort halten konnte, ging an Akito Watabe. Wie ich schon sagte, Manuel Faist wurde Vierter. Die weiteren Deutschen landeten auf den Plätzen 7, 10 und 28. Aber der Eiskanal ist ja unsere deutsche Domäne, wenn man so möchte, denn alle Medaillen wurden abgeräumt. Gold, Silber und Bronze für das deutsche Team. Das ist historisch, denn das schaffte noch nie ein Team. Geschweige denn in Deutschland gab es dieses Novum bisher noch nie. Gold ging dabei an den Dominator Francesco Friedrich, Silber holte sich Johannes Lochner und Bronze gewann Christoph Hafer.